2022 versus 2023. Wir zeichnen ein anatomisches Herz, weil es einfach die Lieblingssache ist, die ich mag zu zeichnen. Aber ich mache nicht einfach nur ein anatomisches Herz, sondern eher so ein Fanart. Also ich weiß selber noch nicht, was ich genau mache, aber ich tue einfach drauf loszeichnen. Ich fange erstmal an mit einer Wasserfarbenbase. Also mache ich das Herz nicht rot, sondern einfach so, wie ich es will. Und schreibt mal in dieses Video eure Wünsche und Ziele für nächstes Jahr. Und wenn ich dann Part 2 in einem Jahr poste, könnt ihr dann schauen, was ihr davon geschafft habt. Und ich werde jetzt schon sagen, das Bild wird sehr, sehr random. Und jetzt benutzen wir Buntstifte, um das alles hier fertig zu machen. Beziehungsweise um ein bisschen die Details da reinzubringen. Und machen das alles ein bisschen knalliger. Ich wollte eigentlich mit Buntstiften die Adern machen, aber das mache ich jetzt mit Postkamera. Yay! Und jetzt muss ich meinen schwarzen Brush finden und natürlich noch ein paar Details reinmachen. Und jetzt will ich von euch, dass jeder eure Ziele in die Kommentare schreibt. Und wenn ich dann Part 2 in einem Jahr poste, könnt ihr dann sehen, was ihr davon geschafft habt und was nicht. Und das ist die fertige Zeichnung. Ich lieb's einfach. Ihr könnt gerne auch den Post auf Instagram liken und ansonsten einen schönen Start ins neue Jahr.